Dankeschön, Herr Breyer. I would like to thank. Dankeschön. Ich möchte ganz besonders dem EDPB danken für die fortlaufende Arbeit bei diesem doch besorgniserregenden Thema. Diese sogenannte Datenschutzschild ist doch eigentlich eine Farce, denn letztendlich werden dadurch nicht die Schwachstellen von früheren Safe Harbor ausgemerzt. Also es wird nichts getan, um uns effektiv zu schützen vor Massenüberwachung, wie das auch von Edward Snowden angeprangert wurde. Es wurden ja viele Schwachstellen genannt bei dieser Entscheidung. Aber ich möchte unterstreichen, dass die Tatsache, dass Mitgliedstaaten in der EU zuständig sind für nationale Sicherheit, nicht bedeutet, dass das, was die USA tut unter dem Schutzschild von nationaler Sicherheit, dass das außer Kontrolle sein kann. Also das sollten wir uns doch vor Augen halten, wenn wir da die Adäquanz von anderen Mitgliedstaaten bewerten. Also wir sollten da wirklich nicht blind sein bei der nationalen Sicherheit. Es geht hier nicht nur um die Verletzung der Privatsphäre bei diesen Massenüberwachungsprogrammen, sondern es geht da auch um die daraus resultierenden Verletzungen von Menschenrechten. Also da gibt es No-Fly-Lists, Einfrieren von Vermögenswerten. Da geht es ja auch um den Schutz der Grundrechte. Sie haben ja schon das Problem der Beschwerdemechanismen angesprochen. Also die wenigen Schutzmöglichkeiten, die es gibt, sind eigentlich in den USA nicht umsetzbar. Und es geht nicht nur um die aktuellen Bestimmungen, sondern es geht auch um das State Secret Privilege. Also die USA können da jeglichen Rechtsmittel ausschließen, indem sie sagen, diese Information würde ihre nationale Sicherheit gefährden. Und dadurch werden eigentlich Gerichtsverfahren unmöglich gemacht bei Grundrechtsfragen. Also die Lösung, dass Datenschutzbehörden individuell den Datenstrom einstellen sollten, die wirklich unter diese Schwachstellen fallen, sind ja wirklich unrealistisch, denn alle Datenströme sind ja von den gleichen Schwachstellen betroffen. Und deshalb würde eigentlich das Datenschutzschild dadurch ungültig werden. Ich hätte eine Frage an die Kommission. Wenn der EuGH das Datenschutzschild für ungültig erklärt, nun, es hat da schon Versuche gegeben in den USA, eine gewisse Ebene von Datenschutz anzugehen, ganz besonders in Kalifornien, da die meisten IT-Unternehmen ja auch in Silicon Valley angesiedelt sind. Also wenn ein Staat wie Kalifornien, ein Bundesstaat wie Kalifornien eine Adäquanzentscheidung treffen würde, was würde das für die Kommission bedeuten? Wäre es möglich, für einen einzelnen Bundesstaat eine solche Entscheidung vorzunehmen? Ja, vielen Dank. Ich werde mich bemühen, schnell zu antworten. Und ich beginne mit der Frage zu Kalifornien, nicht die einfachste. Die Datenschutzgrundverordnung mit vielen Kollegen hier auch ausgehandelt, ermöglicht uns zumindest eine teilweise Adäquanz mit territorialen Entitäten auf der Ebene unter der Bundesebene bestimmte Stellen, bestimmte Staaten könnten aus allen möglichen Gründen heraus, vorausgesetzt, sie haben die entsprechende Befugnis, beschließen, eine umfassende Datenschutzgesetzgebung zu erlassen. Das läuft jetzt gerade in Kalifornien, wie Sie wissen. Das ist sehr interessant, das zu verfolgen. Es gibt hier neue Änderungen und Ideen, die behandelt werden und sicherlich auch bald zur Abstimmung gestellt werden. Deswegen kann ich die Frage dazu grundsätzlich mit Ja beantworten.
Aber welche Gesetzgebung dabei herauskommt, muss sie natürlich unseren Bedingungen genügen. Das bringt mich zu einem anderen Punkt. Wenn man langfristige Lösungen haben möchte, dann müssen die sich auf eine Gesetzgebung stützen, die so umfassend wie möglich ist. Wir haben hier sehr viele unterschiedliche Bedenken geäußert gehört, aber es gibt eine Sache, die ich hervorheben möchte, und ich weiß, dass das etwas ist, was Sie Ihren Partnern in den USA gegenüber immer wieder ansprechen. Deswegen ist es so wichtig, dass etwas wirklich auf föderaler Ebene auch beschlossen wird.